Seh fix, Alter. Steht da so ein Beto-Teil raus. Ja, und wenn wir das Auto kauft hätten, dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich mit der Karre dann mal zum Customizer und den da gleich ein bisschen rumpimpen, oder? Warum kann ich das Scheißteil nicht kaufen? Muss ich da irgendwie was machen jetzt, oder? Warum kann ich jetzt die Drecksgarage nicht kaufen? Ah, jetzt geht's. Darf nicht ganz viertes Schild nachstellen. Wo muss ich denn da nachstehen? So, jetzt. Hallo. So, jetzt. Gott sei Dank, Digga. So, Website kaufst. Garage für Fahrzeuge, die auf der Website kaufen, werden hier eingelagert. Alles klar. Schätze, ebenfalls gesammelt. Garage gekauft. Danke. So, jetzt kaufen wir uns den Porsche. So, und zwar hier. Da ist er. In schwarz. Bitte kaufen. Okay, also die Karre wird jetzt dann gleich transportiert und dann kriege ich mir eine Nachricht. Gehen wir mal rein in unsere Garage. Gucken wir mal, ob er schon da ist. Ja, da steht er doch. So, und jetzt fahren wir mit der Karre los und pimpe. Und pimpe denn. Ich hoffe, das funktioniert auch so. So. So, Los Santos Customize. Hier. Da wollen wir ihn. Wir wollen natürlich die ganze Stadt brettern. Da ist unsere Karre dann auch wieder komplett am Arsch wahrscheinlich, bis wir dort sind. Legendary Motor Kauf. Ein paar Autos bei legendarymotorsports.net. Ich hoffe, ich kann den Porsche auch mit Panzerung versehen. Aber ich finde, der Porsche hat einfach ein geniales Handling. Das sage ich jetzt, wenn ich im Kurve fahre und einen Unfall baue. Sorry. No. Musst du stehen bleiben? Und die Karre auch geil ausgesehen hat mit dem Schwarzmatter. So, Fister Komet Sportwagen. Ja, bist jetzt zerbeult, aber mein Gott. Fahrzeug repariert. So, es ist auch repariert. Bessere Panzerung. Wow. Gekauft, oder? Motor. Jetzt müssen wir erstmal beim Motor was machen. Und zwar EMS Verbesserung 3 Geschwindigkeit. Ja. Also das muss auf jeden Fall rein. Ist ja klar. Auspuff. Doppelrohr. Natürlich. Kostet ja nichts.
Lackierung. Da können wir auch noch Überrollkäfig brauchen wir. Ist ganz klar, weil Sicherheit geht vor, Leute. Ist ganz klar. Spoiler. Nee, das sieht hässlich aus, oder? So, das ist der Standard-Spoiler, oder? Mann, dreh doch nicht. Obwohl der nicht schlecht aussieht. Ja, was haben wir denn? Federung. Ziemlich hart. Sportfederung. Getriebe. Da können wir wahrscheinlich auch noch was rausholen. Renngetriebe. Jawohl. Turbo. Natürlich brauchen wir ein Turbo. Reife. Schusssichere Reifen. Ja, natürlich. Weißer Reifen, ein schwarzer, blauer, was? Schusssichere Reifen brauche ich. Wie sieht's denn aus mit meiner Felge? Felgentyp hier. Lowrider. Kann ich mir die auch googeln, oder? Luxus. Ne, Quick. Boah, die sind geil. Ich will schwarze. So. Was haben wir denn noch hier? Fenster. Können wir die schwarz machen? Helles Rauchglas, dunkles Rauchglas. Jo. Panzerung. Da haben wir jetzt das höchste Kauf, was wir kaufen können. Jo. Bremse. Da brauchen wir auch Sportbremse. Karosserie. Kotflügelverbreiterung, natürlich. Brauchen wir alles. Stoßstange. Da haben wir mal eine geile. Erinnert sich ja jetzt nicht wirklich viel. Aber kaufen wir die. Motor hat er mal alles. Auspuff hat er mal alles. Hupe. Oh mein Gott, Alter. Scheinwerfer, da können wir Lol, was ist denn das? Das ist unterm Auto. Ja, dann nehmen wir mal Wind an alles. Neon Farbe. Was hat er für Farbe unten drunter unser Auto? Nehmen wir Schwarzlicht. So, was haben wir denn noch? Nummernschild. Brauchen wir nicht unbedingt. So, bei der Lackierung müssen wir jetzt was rummachen hier. Matt. Jo. So muss er aussehen. Obwohl das auch Style hat, oder? Mitternachtsblau? Nein. So violett? Mitternachtsviolett? Das sieht gut aus, oder? Mit dem Dings noch drunter? Das kaufen wir. Okay. Haben wir alles, oder? Lackierung, Überrollkäfig, Spoiler haben wir. Federung. Federung haben wir noch nicht, oder? Doch, Sportfederung. Getriebe haben wir. Turbo haben wir. Reifen immer, Fenster immer. Ja, dann mal raus hier. Mit unserem Monster. Oh, böse, böse. Böse, böse. Böse Karre. Oh. Leute, Leute, Leute. Kriegst kaum mehr verbremst. Geile Scheiße. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Eigentlichen. So, was haben wir denn hier noch zu tun hier? Was ist das da unten? Was ist der Todekopf? Das hat was mit Trevor zu tun, nichts mit uns. Ja, Leute, jetzt haben wir ja jetzt hier so das hier gekauft, Garage gekauft. Was ist das?
Ah, das sind die gleiche, oder? Das sind nur verschiedene Anlaufstellen. Da hätte ich das gerade vorhin wählen können, aber habe ich nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal zu unserem Freund Michael. Und gucken mal ab, was bei dem geht. 283 Meter, zeigen wir dem mal unsere neue Karre. Boah, ist das geiles Ding. Juhu. Nice. Schon keine Scheibe mehr drin. Oh. Es ist fast nicht mehr fahrbar, die Heckschleuder, Digga. Ohne Witz. Nein, kann nichts machen bei Michael. Dann wechseln wir mal rüber zu Michael. So, dann wechseln wir mal rüber. Michael, mein alter Freund, was geht, Motherfucker? What the fuck? Of course not. Kilo Gras im Kühlschrank. I got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk or you're staring miserably at the clouds or you're out there doing God only knows what. Oh yeah, I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you got to worry about anymore is what part of your body you want to have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. But you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fanny. Oh Gott, was ist denn das jetzt wieder von Typ? Namaste. Als Maul und geh lieber weg. Nah, Michael, go fuck yourself. Michael! Got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah! There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Oh! Trevor? 1, 2, 3. Trevor kommt vorbei. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's
She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Okay. You know, I could probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yes. You're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what, a week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your... Smalt, make me deal. From these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got your tennis courts, golf links, and all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. My. Crap. Well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, aufgespritzte Plastikschlampe. Yeah, don't worry. All right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. Okay, this will be it. Maze Bank Arena. Let's find them. Okay. Machen wir los. Komm schon, komm schon. Halt die Schnauze, wir können nicht da parken. Wir können alles. Los, komm, du Trottel. Man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? Trevor regelt. Geil, der Typ. Hier läuft ein Fussing im Trevor macht die Ruf. Alright. Yeah. Oh Gott, was ist das für ein... Auditions, Fame or Shame, Season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Trevor. Oh, wow. Barry San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. When I came home last night, you wouldn't make love to me. Mhm. Oha. Das Lied verloren. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gazing, honey. So crazy. Ooh. Stop a 20th. Oh. Fucking do something about this.
Der Trevor hat schon einen Stuhl in der Hand. Jawohl. Ich feier Trevor, absolut. Absolut. Los, ich will mit. Ja, ich bin mit Trevor. Geh weg, Mann, verfolge Laszlo. Hau ab da vorne, ich muss dem aufs Maul hauen. Boah, der Wichser ist die Karre eingestiegen.